Seit dem letzten Wochenende stehen die ESV-Frauen an der Spitze der zweiten Handball-Bundesliga. Wieder mit dabei Marlene Kadenbach mit der 28, die krankheitsbedingt in den zwei letzten Spielen fehlte. TSV Nordhart-Harrisle steht in der Tabelle auf Platz 6. Madeleine Kadenbach gleich mit dem 1:0. Matita Kalotta-Jess erfolgreich vom 7-Meter-Punkt. Amelie Bayerl mit Druck mit dem Ausgleich 3:3. Immer wieder naht Matita Kalotta-Jess die ESV-Deckung 4:6. Bernhard Goldbach auf der Trainerbank für den erkrankten Csaba Szücs sieht, wie die Nummer 27 Matita Kalotta-Jess einfach nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Bereits ihr 7. Tor zum 11:7. Anna Fuhrmann auf Annika Bissel 7:13. Die Kreisanspiele beim ESV klappen nicht und die Abwehr ist löchrig. Mathilda Pleger zum 9:16. Der letzte Treffer vor der Pause dann durch Annika Bissel. Nach 30 Minuten 6 Tore Rückstand. Nach 33 Minuten Amelie Bayerl zum 12:16. Jetzt trifft wieder einmal Matita Kalotta-Jess 12:18. Franzi Peter auf Julia Draxler 15:19. Doch dann scheitert Annika Bissel an der guten Torfrau Lea Tiedemann. Matita Kalotta-Jess auf Stine Hansen. Und wieder 6 Tore Rückstand. Dann endlich die kurze Deckung für Jess durch Theresa Lettl und die greift. Stefanie Lukau hält frei vom Kreis. Franzi Peter verkürzt auf 19:21. Franzi Peter dann als Vorbereiterin, Theresa Lettl zum 20:22. Geht noch was? Ist die große Frage. Dann Madeleine Kadenbach mit einer Fackel. Nur noch 2 Tore Rückstand und noch gut 5 Minuten zu spielen. Timeout. Benny Goldbach zeigt die hoffentlich richtigen Spielzüge. Es kommt anders. Die Deckung offen. Und Janne Andriesen 21:25. Therese Lettl 22:25. Doch Harrisle lässt sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Marie Pfleider 22:27. Der letzte Tor dann durch Franzi Peter zum Endstand. Wir hatten aber in der zweiten Halbzeit, wie ich finde, wirklich wieder gute Abwehr gestellt. Waren von vorne auch im Angriff effektiv und haben leider dann in der entscheidenden Phase das Tor nicht gemacht. Und ja, Nordhart-Harrisle hat dann im Endeffekt dann am Schluss dann verdient gewonnen gehabt. Ja. Harrisle kann feiern. Dagegen lange Gesichter beim ESV. Sie fallen auf Platz 2 zurück, aber immer noch punktgleich mit dem zweiten Solingen-Gräfrath.